Heute geht es um einen Klassiker. Die Hydrokultur ist zurück. Also sie hat ja so in Wellen immer mal wieder Modephasen erlebt und dann wieder ist sie irgendwie aus der Mode gekommen. Und im Moment habe ich das Gefühl, es gibt eine Renaissance der Hydrokultur. Also für mich ist es Neuland, aber wir stürzen uns da mal rein. Lasst euch überraschen. Ja, bevor es jetzt losgeht mit der Hydrokultur, kurzer Wink an euch, für euch eine kleine Sache, hier unten auf das Gardify-Logo klicken, unseren Kanal abonnieren. In den letzten Wochen ist es richtig nach oben gegangen, es kommen immer mehr dazu und ich finde das super, ich finde das klasse. Unsere Gardify-Community wird immer größer, wir haben tolle Diskussionen unter den Beiträgen und helfen uns da gegenseitig. Und gerade bei dem heutigen Thema ist das wichtig. Wie gesagt, für mich ist Hydrokultur auch Neuland. Klar, jeder Gärtner muss mal alles ausprobieren, also was auch immer ich jetzt gesammelt habe an den Basics, ist eventuell durch euch zu ergänzen, weil ihr schon viel mehr Erfahrung gesammelt habt. Also ich freue mich auf rege Diskussionen hier unter unserem Film. Also, wie geht's los? Pflanzen für die Hydrokultur sind beispielsweise solche hier. Das sind also jetzt Zimmerpflanzen. Das ist eine Calathea. Die hat inzwischen einen anderen Namen, das werde ich euch noch sagen. Oder hier eine Radamachera, die heißt auch Zimmeresche. Die beiden Pflanzen habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Ihr seht, die sind erdelos, in Wasser stehend, recht sauber gemacht worden. Und hier zeige ich euch eine Pflanze, die auch sehr populär wieder ist, aber auch mal aus der Mode war. Das ist Bogenhanf, Sansevieria oder Sansevieria. Bogenhanf, jetzt hier natürlich noch in Erdkultur. Und daran zeige ich euch mal, wie ich die anderen Pflanzen vorbereitet habe. Dazu wird die Pflanze erstmal in Wasser gestellt, damit wirklich sich die ganze Erde aufweicht. So, jetzt haben wir die ein bisschen eingeweicht. Dann können wir die leicht aus dem Topf nehmen. Da sieht man schon ganz gut. Stark durchwurzelt, schön die weißen Wurzelspitzen. Und man sieht auch ganz gut, wie sich so eine, wie sich der Bogenhanf vermehrt, immer mit so Tochterpflanzen. Also so lässt er sich auch leicht jetzt vermehren. Jetzt würden wir hier versuchen, die Erde möglichst komplett zu entfernen. Mit dem Schlauch kann man, oder mit der Spritze, kann man dann wirklich die Erde noch mal aus den einzelnen Lücken raus spritzen. Aber ihr seht schon hier wunderbar, wie sich jetzt hier die feinen Wurzeln zeigen. So, ihr habt gesehen, mit dem harten Wasserstrahl kann man ganz gut die Erde aus den Wurzeln hier rausspülen. Und das ist wichtig. Ich muss das mal gerade ablegen. Denn es sollte wirklich so wenig wie möglich Erde hängen bleiben an der ganzen Sache. Das sind immer wieder Quellen von organischen Prozessen, da sind halt Bakterien, Pilze immer noch vorhanden und dann kann doch das Ganze an zu gammeln fangen. Also je sauberer die Wurzeln freigelegt sind, also je klarer durchgespült, desto besser. So meine Recherche. Wie gesagt, ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr es schon mal anders gemacht habt und anders Erfolg gehabt habt, hier drunter mal eure Erfahrungen schreiben. Wir machen jetzt nicht mit dem Bogenhanf weiter. Den lege ich einfach mal hier ab. Aber ihr habt das Prinzip gesehen. Also wirklich mit dem harten Wasserstrahl die ganze Erde abspritzen. Das habe ich mit diesen Pflanzen hier auch gemacht. Die stehen jetzt auch schon 2, 3 Tage in Wasser. Die sind jetzt bereit, eingepflanzt zu werden. Was wir nehmen wollen, ist diese Pflanze. Ich finde die ganz toll. Früher hieß sie Calathea. Unter dem Namen werdet ihr sie auch noch überall finden im Handel. Der eigentliche Name ist aber inzwischen Goepertia insignis. Also so ist die neue Gattung. Goepertia, die Gattung, insignis, die Art. Kommt aus Brasilien, aus Rio de Janeiro und heißt auf Deutsch auch schon mal Klapperschlangenpflanze. Und das liegt an diesem
wirklich schönen Blattmuster. Also ich finde die ganz irre. Die hat von unten übrigens auch noch so eine bordeauxfarbene Blattunterseite, auch interessant. Und was ich dann entdeckt habe, sowas passiert dann erst, wenn man die Pflanzen mal richtig austopft und durchspült, sind diese Knollen hier, die sie unterirdisch hat. Ich weiß noch gar nicht, wofür die wohl gut sind. Vielleicht sind das Speicherorgane, könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht dort so eine Art Stärkespeicher hat für eine Ruhephase. So ähnlich wie Kartoffeln. keine Ahnung. Jetzt ist Folgendes wichtig, dass der Wurzelbereich schön entflechtet wird, sodass er sich nachher schön mit dem Substrat in der Hydrokultur, dass er schön ausgebreitet ist und sich die Hydrosteinchen gut dazwischen legen können. Okay. Und dann werde ich euch mal die Materialien zeigen, die wir brauchen. Hydrokultur funktioniert halt mit speziellen Töpfen. Das ist ein Übertopf. Wegen diesem schönen Gelb und diesem Grün der Klapperschlangenpflanze, deswegen habe ich die Kombination gewählt. Das Wichtige ist einfach, der Topf hat einen Innentopf. Und das ist der Innentopf. Der Innentopf hat einen gewissen Abstand. Na, wenn ihr hier reinguckt, dann ist hier innen drin ist es ein bisschen höher. Es gibt so Schlitze im Boden, wo Wasser hochsteigen kann. Bis auf so eine Höhe soll es steigen. Das sind dann hier ist der Abstand. Und das Ganze, dieser ganze Wasserstand wird kontrolliert mit einem kleinen Wasserstandsmesser. Ups, den muss ich jetzt mal zusammenbauen. Und zwar handelt es sich dabei um so einen Messstab. Das ist jetzt bei diesem System so mitgeliefert. Hier oben ist dann so ein Sichtfenster mit Minimal und Maximal. Dann ein kleiner Schwimmer, Styroporkugel, die kommt in das Röhrchen rein. Da drauf kommt dann praktisch der Anzeiger. Das ist ein Abstandsröhrchen und hier oben jetzt unser Sichtfenster. So, das ist jetzt für diesen Topf genormt. Es gibt verschiedene große Töpfe, die haben dann längere Röhrchen. Kommt dann von unten hier rein, in so zwei kleine Schlitze. Ja. Ah, da, jetzt sitzt es fest. Okay, und so kommt das dann praktisch in den Übertopf rein. Wir machen jetzt Folgendes. Ich stelle den mal hier in meine Wanne rein. Und jetzt zeige ich euch das Substrat. Das kennen wir alle, das sind dieser Blähton, nennt sich das auch. Den gibt es in verschiedenen Körnungen. Das ist jetzt 8 bis 16 mm Durchmesser. Es gibt auch 4 bis 8. Das sind dann kleinere. Aber ich habe gelesen, dass die größeren besser sind, weil dort viel mehr Sauerstoff zwischen den Wurzeln ist. Und das ganze System ist störunanfälliger. Es ist einfach stabiler. Und es entsteht nicht so schnell Fäulnis, gerade bei den ersten Versuchen, wenn vielleicht doch noch Erde dran hängt und so weiter. Dann gibt es ja dann so kleine Räume, wo vielleicht anaerobe Bedingungen sind, also wo kein Sauerstoff hinkommt und da fängt es an zu gammeln. Ne, das ist das. Aber da hat man mit den groben Steinen, mit dem groben Tongranulat Vorteile. Okay, wir nehmen unsere Pflanze. Unsere Klapperschlangenpflanze. Und breiten die schon mal hier. Den kann ich gleich auch wieder reintun. Bis unten aus, dass sie auch wirklich ihre Wurzeln mit den Seitenwurzeln auch wirklich bis unten erstrecken kann, weil dort wird ja erstmal die Feuchtigkeit sein. Und jetzt kommt Tongranulat dazu. Und ich habe gemerkt, dass man dann durch das Rappeln und Schütteln in Position bringen kann und dass das Ganze sich so setzt. Denn die ersten Wochen wird die Pflanze von oben gegossen werden und da sollen natürlich die Wurzeln nicht trocken werden, eintrocknen, sodass sie kein Wasser mehr aufnehmen können. Okay.
Die Vorteile der Hydrokultur, warum sie übrigens wieder so populär geworden ist, das ist unter anderem, dass die Kultur ohne Erde dazu führt, dass man zum Beispiel keine Probleme mehr mit Trauermücken hat. Ne? Trauermücken, das sind ja diese kleinen schwarzen Viecher, die kommen aus der Erde, die Larven leben in der Erde, die Mücken, die wie Fliegen aussehen, fliegen durch die Gegend und legen ihre Eier irgendwo wieder in dunkle, feuchte Erde rein. Man holt sie sich irgendwie immer wieder in die Wohnung, entweder mit einem neuen Sack Erde oder mit einer neuen Zimmerpflanze. Ist halt so. Und dann wandern sie von Topf zu Topf. Und es ist schon, es ist echt ärgerlich. Ne? Ich habe da schon einige Filme zu gemacht. Müsst da im Kanal mal gucken. Gardify, Trauermücke. Ich kann euch hier oben auch einen Link zu einem Film zeigen. Die sind echt lästig. Mit der Hydrokultur sind die so gut wie ausgeschlossen, weil da können Trauermücken nicht drin leben, in diesem mineralischen Substrat. Und ein weiterer Grund für, jetzt kommt der Wasserstandanzeiger, für Hydrokultur ist natürlich, dass man kann auch mal länger weg sein, 1, 2, 3 Wochen, und man muss die Pflanzen nicht gießen. Das ist also ideal. Deswegen ist natürlich die Popularität in Geschäftsräumen von Hydrokultur immer geblieben eigentlich. Das ist sehr bequemes Pflanzenkultivieren. Und man hat halt für ein paar Wochen Wasser. Und ein weiterer Grund, weiß ich nicht, wie schwerwiegend der ist oder wie berechtigt, aber Leute, die unter Allergien leiden, Schimmelpilzallergien, die sollen bei Hydrokulturpflanzen weniger Probleme haben. Es gibt so anekdotische Hinweise darauf, dass das stimmt. Dann gibt es aber auch wieder so Gegengeschichten im Web. Beide Seiten gibt es. Ich kann mir allerdings als Biologe vorstellen, dass natürlich in mineralischem Substrat weniger Schimmelpilze wachsen wie auf organischem Substrat, also richtig auf Blumenerde. Die kriegt man leicht zum Schimmeln, muss man wirklich sagen. Da habe ich euch auch mal einen Film gemacht hier, was ist los, wenn die Blumenerde schimmelt. Gibt's hier. Ne? Also das ist eigentlich wahrscheinlich doch noch ein berechtigter Grund auch für Hydrokultur. Und es hat so einen gewissen sauberen, überschaubaren Effekt irgendwie. Das ist auch attraktiv für viele Leute, ne? Die nicht auf die Erdkultur stehen. So, unsere Klapperschlangenpflanze ist jetzt gut eingetopft. Auch fest hat sich alles gerüttelt. Jetzt braucht sie noch Wasser und Dünger. Und beim Dünger muss man wissen, man kann nicht jeden Dünger nehmen. Ich habe jetzt hier mal von Ceramis eingeholt. Gehört nicht hierzu, also zu diesem System, aber es ist ein anorganischer Dünger für Grünpflanzen. Und das ist wichtig. Man würde jetzt keinen organischen Dünger nehmen. Man muss nämlich mit dem Gießwasser düngen. Also da kommt gleich eine Dosis hier ins Gießwasser rein. Weil organische Stoffe, die zum Beispiel Brauereiabfälle oder so enthalten, die daraus hergestellt sind, die sind gut ökologisch betrachtet, aber die funktionieren nur in Erdkultur. Da braucht man Mikroorganismen, die dann die Stoffe umsetzen, und deren Abfallprodukte sind dann für die Pflanzen verfügbar. Hier müssen wir direkt die pflanzenverfügbaren Salze liefern, und das sind Stickstoffsalze, also etwa Ammonium oder Nitrate oder Nitrit und Kalium, Phosphor, Phosphat, dann auch noch die Mikronährstoffe, Eisen, Magnesium, Molybdän, sowas. Das ist alles hier drin. Und es ist stabilisiert mit dem pH-Wert. Also deswegen für die Hydrokultur, da kommt man um die anorganischen Dünger nicht drum rum. Man braucht aber nicht viel. Das sind wirklich geringe Dosen, die man da reintut. Hier ist jetzt bei dem System so gedacht, dass man einfach die Dosis hier oben automatisch durch Drücken auf die Flasche hat man dann diesen, ich weiß nicht, wie viel das sind, 10 Milliliter eventuell. Ich guck mal gerade, 5 Milliliter sind das. Und die kommen auf 1 Liter Wasser. Und das wird dann, nach deren Angabe, alle 2 Wochen in der Wachstumsphase. Man muss aber immer das Lesen auf der Düngerflasche und selber seine Pflanzen angucken. Ich dünge weniger und guck mal, wie dann der Standort der Pflanze das Wachstum ermöglicht. Und dann kann man sich so rantasten. Also nicht überdüngen ist gut, aber auch nicht hungern lassen, weil das ist dann auch nicht gut für die Pflanze. So, wie düngen wir, wie gießen wir jetzt? Hier habt ihr ja den Wasserstandanzeiger. Und beim ersten Mal wird
wirklich, oder die ersten Wochen, muss man sagen, über die Steine gegossen. Also wir gehen jetzt mit der Kamera auf den Wasserstandanzeiger. Und der soll bis Maximum einmal gehen, nach dem Eintopfen. Ich gieße jetzt hier aber rundherum alle, über alle Steine. Ich glaube, jetzt bin ich oben. Ja. Das mache ich jetzt auch in den nächsten 6 bis 8 Wochen, immer wenn der Wasserstand hier wieder bei minimal angekommen ist. Ich werde den aber nicht mehr bis maximal auffüllen, sondern immer nur noch bis zur Hälfte. Das heißt, ungefähr bis dort. Wenn das euch hilft, kann man hier auch nochmal so einen Strich dazwischen mit Edding malen oder so. Das ist eine Regel, darauf habe ich jetzt viele Hinweise gefunden in Foren, dass man immer nur zwischen minimal und optimal wechselt. Optimal ist die Mitte und nicht immer bis maximal hochgeht, denn sonst hat man zu viel Wasser hier drin und dann ist der Wasserraum zu groß und die Gefahr von Wurzelfäule auch zu groß, dass da irgendwas umkippen könnte. Das sind jetzt so die Infos, die ich gesammelt habe und die ich jetzt auch mit der Pflanze hier ausprobieren werde. Also hier wird es bestimmt noch mal ein Update zu geben. Ich freue mich, wenn ihr auch schon Erfahrungen mit Hydrokultur hattet und ja, uns hier unten mal eure Erfahrungen reinschreibt in die Kommentare. Wir lernen hier ja in der Community voneinander und die Gärtner, die lernen immer voneinander. Ne? Ihr kennt vielleicht die Regel, frag 2 Gärtner und du kriegst 3 Meinungen zu den Dingen. Es ist immer so. Ne? Also man muss gucken, was bei wem, wie und warum funktioniert. Noch ein kleiner Hinweis auf unsere Gardify-App, denn wenn ihr mal dort in die Pflanzensuche geht, da könnt ihr wunderbar viele Zimmerpflanzen auch schon finden. Die haben wir jetzt auch schon da rein programmiert. Zum Beispiel auch diese hier. Die finde ich ganz interessant. Das wird auch ein Experiment. Das ist eine Zimmeresche. Und diese Zimmeresche, Radermachera heißt die, die haben wir auch schon in unserer Datenbank. Ist eigentlich ein großer Baum, wenn er auswachsen würde. Die war bei mir komplett mit Trauermücken befallen. Also die stand in Erde und ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Und die habe ich jetzt auch mal komplett sauber gespült. Die steht jetzt nur in Wasser. Bei der werde ich aber mal ausprobieren, ob sie immer mit einem Wasserwechsel und so einem Drittel Wasserstand auch so eventuell eine gute Figur macht. Also ob das klappt. Es gibt ja viele solche Wasserexperimente. Hier muss ich mal gerade ein... Ne? Da muss ich mal gucken. Das ist so ein vergammeltes Stück Pflanze, sowas muss man immer dann entfernen. Also man muss immer einen Blick auf seine Pflanzen werfen, damit die Hygiene so ein bisschen stimmt. Lange Rede, kurzer Sinn. Radermachera gibt es schon in Gardify und ganz viele andere Zimmerpflanzen. Also guckt mal in unsere App rein. Ja, und das war's schon wieder. Ich freue mich auf eure Kommentare zur Hydrokultur. Hier oben gibt es das nächste Video, wenn ihr Bock habt, weiterzugucken, direkt jetzt. Bitte, bitte den Kanal abonnieren und die Gardify-App, über die ich eben gesprochen habe, die gibt es hier unten. Da ist direkt der Link auf die verschiedenen App-Shops. In der kostenlosen Version könnt ihr direkt loslegen. In der Plus-Version könnt ihr sogar direkt mit uns kommunizieren. Also, ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen.